Hallo und willkommen zurück zu Ori und der Blinde Wald. Oh, ich habe alle aktiviert, okay. Wie sieht dieser Ort hier eigentlich auf der Map aus? Aber man könnte sagen, wir haben sogar sehr großer Kunde, wenn man es so sieht. Das ist hier so eine Statue an diesen Plattformen. Boah, Alter, hat mich der jetzt erschrocken. Oh, den sieht man so, den sieht man ja auch so gut im Dunkeln. Eben nicht. Schauen, wie weit es hier noch geht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es so weit geht, bis ein Steinklotz auf meinen Kopf fällt. Da bröckelt's. Da vorne bröckelt's. Okay, gehen wir erstmal da oben diesen Lichtweg. Geradeaus gehen kann ich ohne Probleme, aber ich glaube nicht, dass ich den Stein da mitnehmen kann, deswegen gehen wir erstmal hier diesen Weg hier. Vielleicht hilft er uns da herum oder so. Oder sonst wohin, was weiß ich, wo mich das jetzt hinbringt. Auf jeden Fall weiter nach oben. Hört der eigentlich gar nicht mehr auf. Oh. Das finde ich cool. Irgendwie glaube ich, dass die Kugel da rein muss. Kugel? 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 Kommst du nicht mehr raus? Muss ich jetzt so machen? Ah ja. Ja, okay. Ach so, du bist ein Neuplatzierer für das Ding, oder wie? Ich will nochmal da hoch. Hä? Ah, doch. Die ist nur zufälligerweise genau da drauf gespawnt.
Oh, es wird heller. Es werde Licht, würde ich mal sagen. Ja, das sehe ich schon mal einiges. Oh, Risenor, obwohl unser Licht in dieser Dunst schwach geworden ist, hat es die Dunkelheit vertrieben, die diesen Ort umgab. Ja, jetzt ist alles hell. Das bin ich aber schön. Warum kann ich jetzt hier schon hochgehen? Jetzt kann ich mich so umgucken, wie ich mich eigentlich auch umgucken will. Nämlich gescheit. Im Dunkeln und mit Todeslasern geht das nicht so leicht. Was zur Hölle? Iki wollte zu Naru. Doch als er ankam, war sie fort. Er war schnell wie der Wind und sprintete mit Eile. Warum macht dieses Ding die ganze Zeit Pausen? Doch umgeben von Dunkelheit verlief er sich. Okay. Wo gehe ich denn hier lang? Da oben ist eine Sackgasse. Gehen wir erst in die Sackgasse. Die Sackgassen sind nämlich die allerbesten Gassen. Oh. Vor allem ist hier eine neue Fähigkeit. Die nehmen wir doch gleich mit. So, was lernen wir nun hier? Du hast Sprinten gelernt. Ah. Boah. Ach so. Ach. Wait, what? Wie trigger ich das? Ich leuchte. Ich lose, es passiert nichts. Ah! Alles klar! Geht immer nur nach vorne. Jetzt bin ich verwirrt. Warum lade ich mich denn auf, wenn ich nach oben gucke und kann da nichts machen? Kann schon leuchten. Bin ich richtig verwirrt. So, noch bessere Seelenverbindungen. Luftsprint. Genau, das ist ja witzig. Man bekommt den Sprint-Skill erst hier, aber das, was quasi für den Sprint-Skill ist, kann man schon viel früher skillen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum das so ist, aber gut. Weh. Das ist also ein Angriff. Kann ich jetzt das hier so halten und die Gegner sterben? Oder muss ich dafür dann auch nochmal den Knopf hier drücken? Oh. Ah, ich sehe schon. Das wird stärker dann. Wenn ich das davor aufgeladen habe. Okay. 3, 2, 1 und go! Gut. Und go! Das ist awesome. Hoch will ich aber noch. Aber es funktioniert nur zur Seite. Komischerweise. Das habe ich jetzt schon eingesammelt, oder? Ja, habe ich. Einfach nochmal zurückgehen. Ah, von da aus können. Ja. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ideen. Die Musik hier ist super. Jetzt habe ich auch wieder einen Kartenstein.
Oh ja, das hat... Oh mein Gott, hat das gut funktioniert. Also das mit dem Aufladen ist nicht schlecht. Weil dadurch ist das Sprint nochmal krasser. Damit springe ich nochmal viel schneller. Okay, damit ist das hier soweit alles erforscht. Dann gehen wir noch runter. Wäre jetzt fast da reingegangen. Okay, da oben ist eh wieder ein Knopf, um zurückzugehen. Oh, neue Seelenverbindung auf, einfach damit ihr gesaved ist. Kann ich hier stehen bleiben? Nein, kann ich nicht. Danke. Au! Servus, Steinkugel. Ach so, aber das kann ich schon, okay. Au. Oh. Mensch, woher soll ich denn das wissen? Hey, der hat mich vorher auch nicht umgebracht. Aua! Na, nein! Hätte man die Stacheln da nicht einfach entfernen können? Sind die echt nötig? Warum sterbe ich denn jetzt? Ich bin doch gerade eben auch nicht gestorben. Okay, da versuchen wir rüber zu springen. Jagdlaut. Komme die Felsen. Okay. Also im Endeffekt das, was wir genau gerade gemacht haben. Dem Felsen weglaufen. Oder von dem Felsen weglaufen. Wie auch immer. So, schauen wir mal, was macht das? Es macht da oben was auf. Und das ist dann. Oh. Ah. Das erklärt ein bisschen was. 99. Hört das irgendwie zusammen? Jetzt habe ich einfach mal fast alles in diesem Gebiet. Das gehört aber schon zu dem hier. Oh mein Gott, hier ist ja noch ein Riesengebiet! What the fuck? Ja, gut. Gut zu wissen. Wir haben hier drin jetzt 99. Was fehlt denn hier noch? Bei Fetschuke, wenn wir das jetzt auch einfach 100% machen können. Aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, was hier noch fehlen soll. Genau, das da unten ist ein anderes Gebiet. Gehört das hier noch dazu? Ich glaube auch nicht. Jetzt ist aber so spontan eigentlich nichts mehr grau oder so. Ach, keine Ahnung. Weiß nicht, was ich dann übersehen habe. Okay. Hä? Wir sollten später hier zurückkehren. Es gibt noch so viel zu erkunden. Und sollten wir einen Ort finden, den sie einst ihr Zuhause nannten. Okay. Wer nannte das, diesen Ort ihr Zuhause? Die Gegner?
Ja, also ich würde sagen, das hier will ich jetzt gleich erkunden. Ah, okay. Ein riesen DLC-Gebiet. Ja, okay. Ist egal, weil ich das hier mitnehmen kann. Verlorene Hain. Keine Ahnung, ob ich den Kristall einsammeln soll. Ich habe die falsche Knopf gemacht. Ja, das war ziemlich schnell. Da hinten ist so ein Gegner. Au! Na, kannst vergessen. Man kann hier nicht so wirklich springen. Au! Ach so. Licht und Dunkelheit, in Unschuld geboren? Geboren, geboren? Das kann ich nicht lesen. Und obwohl es sich obwohl sie leichtlos war. Wurde eine Freundschaft geschlossen. Die entstandene Bindung. Wurde schon bald getrennt. Oh, schade. Kann man runterspringen?
Okay, das ist anscheinend alles hier. Aber bevor ich runtergehe, will ich mich lieber auf die andere Seite schießen. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Weil ich da nochmal hochlatschen muss. Tja. Aua. Jetzt weiß ich das zumindest. Ne, das geht bei denen nicht. Das geht bei deren ihren Schüssen nicht. Da oben ist auch so ein Ding. Muss ich die wieder aktivieren? Muss ich wieder mit so einem Ding hier rumlaufen? Tschüss, du Vogel. Der hat, glaube ich, einen Vogel, der Vogel. Na gut, wenn er einen Vogel hat, dann ist es wohl der Vogel. Ach ja. Ich hab dieses Ding nicht mehr. Ah! Sol konnte unser Licht werfen. Selbst im Dunkeln konnte sie sehen. Sie lebte in diesen Hain, doch jetzt ruht sie hier in Frieden. Neuer Skill? Lichtstrahlen werfen? Was? Oh! Die kann man nicht aufheben. Aber das ist cool. Da oben ist auch was. Okay, da muss ich irgendwie hoch. Die Fähigkeit ist nicht schlecht, auf jeden Fall. Jetzt. Dann flieg da rein! Okay. Okay. Zünden. Also dreimal drei Lichtstrahlen anzünden, Achievement. Okay, das ist natürlich auch was. Oh! Lol, das ist jetzt voll easy, ist einfach ausgeschalten. So ist das ganze Ding hier kein Problem mehr. Ich frage mich, ob das auch eine gute Waffe gegen die Gegner ist. Sie einfach mit Licht zu beschießen. Versuch ist es wert. Ja, wie gesagt, ein Versuch ist es wert. Also für Fernkampf wird sich das schon lohnen. Weil der hier hat ja auch nur begrenzte Reichweite, mein Schuss. Aua. Oh, das kostet immer wieder Punkte. Oh. Mist, das kann ich gar nicht spammen. Ich dachte, das wäre kostenlos. Ja, so leicht kann man sich irren. Da unten ist noch diese kleine Lücke. Warum ist da ein Loch?
Ah! Oh mein Gott, Mann, hat mich das erschrocken. Mensch. Und das ist der Beweis dafür, dass Blind Jumps nicht lustig sind. Aber die Kamera meint ja, hoch zu scrollen, warum auch immer. Halte ich ehrlich gesagt an der Stelle nicht für nötig. Ach so, es verbraucht immer so ein Stückchen, okay. Es verbraucht also immer nur so einen kleinen Teil. Braucht gar nicht eine ganze Kugel, sondern nur so einen kleinen Teil der Kugel. Und da ich schon so viele Kugeln habe, kann man da natürlich ganz schön abgehen. Hallo? Ernsthaft, meine Fresse. Ernsthaft? Hallo? Wo muss ich denn hinböllern? Muss ich weiter hinten stehen? Wahrscheinlich. Auch weiter. Ernsthaft? Ah. Die Animation habe ich schon mal gesehen. So, holen wir uns ein paar davon. Ah, so, Hauptsache ein Haufen XP. Du Blume, sei so lieb und helf mir da hoch. Dann falle ich ja wieder runter. So, endlich ist der Gegner ganz tot. Ah. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bewerten nicht vergessen und weiter geht's beim nächsten Part. Ciao.